So, Freunde der Spiegeltour, wir gucken uns an Infinity Lagrange. Ein, wie soll man sagen, Flottenmanagement-Weltraumspiel. Wo eigentlich die Animation, nicht die Animation, sondern was wollte ich sagen, wo eigentlich das gesamte Spiel eigentlich ganz gut aussah. Dafür, dass es eigentlich ein Mobile-Device-Spiel ist, aber sie wollen auch ein PC-Release machen. Die Entwickler waren so nett und haben mir eine Version des PC-Releases schon mal geschickt, die ich ab heute zeigen darf. Ich selbst war noch nicht im Spiel drin, ich kenne das nur von ein paar Videos. Ich weiß halt, ein ganzes Universum, du sollst eine Flotte managen können, Blueprints sammeln, deine eigenen Schiffe bauen in der großen Werft, die Schiffe unterschiedlich, ausbauen und diese dann in Kampf gegen Piraten schicken oder gegen andere Spielerflotten oder halt, alles zusammen, was so alles zusammengehört. Wir starten einfach mal, weil es gibt auch ein Tutorial da drin. Und wenn es zu Fehlern kommt, wie gesagt, es ist eine Preview-Build, also es kann zu Fehlern kommen. In the Space Discovery Era. Ich hoffe natürlich nicht. Remained a mystery to us. It prompted the desire for the uncharted world, driving the demand for new technology. An experiment changed the course of our history. At Lagrange points, resonance of war space was found, opening the tunnel between two stellar systems. As the technology matures, comes a new era of interstellar travel. We call these pathways Lagrange nodes. Giant stargates were built, linking busy routes across the galaxy. The traffic system, Lagrange Network, brought prosperity and wealth. Conflict and warfare. Old empires fell apart. New forces rose instead. As war spread, the long-forgotten side of space revealed itself. Darkness. The desire to venture is never extinguished, and the Lagrange network is lighting up once again. Home beckons, yet journey awaits. The path is yours to decide. Wer sich wundert, dass wir übrigens im Fenster das Spiel haben, es liegt an der Preview-Version. Nicht an mir. New fleet created. Intelligent navigation system is loading. Please wait. Started completely. Denk mal, das wird meine Startflotte sein. 3 FG-300 frigates, all in good condition. Coordinates located. First exit of Newport, Pioneer System. Message received. A new stellar system has been found. It is accessible through the Pioneer's Gate. Now checking traffic conditions. Also, wie gesagt, es ist halt eigentlich auch ein Mobile-Device-Spiel, aber dafür, finde ich, sah es halt auch in den Trailern ziemlich gut aus, ey. Registration at Antontas is required first. Destination locked in. City of Antontas.
Und ich glaube, auf Mobile Devices kann es sich sogar für die Beta eintragen lassen. Im Moment noch. Auch wenn jetzt irgendwie die Tage der feste Release sein sollen. In motion. 5, 4, 3, 2, 1. Initiating warp drive module. Und dann im Trailer hat mir die Schiffsdesigns haben mir gut gefallen. Gib einen neuen Fraktionsnamen ein. Nur 15 Zeichen. Entwirft ein Emblem vom Imperium. Wenn es auf dem Handy ist, könnte es Pay-to-Win sein. Das Risiko gibt es immer. Aber wir wollen mal erstmal unvoreingenommen hier rangehen. Also ich werde nicht entgeltlich entlohnt für dieses Spiel. Es gab ja so eine Nummer mit einem nicht weiter benannten Spiel, wo ich das von Anfang an dann auch gesagt habe, da ich dafür entlohnt wurde. Goldenes Logo auf blauem Grund. Damit kann man echt ganz gut leben. Nach der Unterzeichnung des Dawn-Abkommens bist du von den ursprünglichen Schiffsherstellern autorisiert, diese Schiffe zu bauen. FG 3000 kriegt ein bisschen Kram. Das Sterntor ist ein wichtiger Teil des Weltraumtransports. Einmal in die Luft gesprengt, gibt es ernstzunehmende Konsequenzen. Um eine zweit isolierte Insel zu vermeiden, sollten wir einige Richtlinien festlegen, um die Normen und Genehmigungen zu klären und so einen maximalen Schutz zu gewährleisten. Es wird zu folgenden Klauseln vereinbart. Also mich das Dawn-Abkommen unterzeichnen. Versorgungsschiffe, da kriegt man wahrscheinlich Krimskrams noch raus. Faction is registered successfully. Now broadcasting to the galaxies in the Milky Way. Broadcast is over. You have obtained a unique ID. Now requesting permission from Antonio's Consortium. Please wait. Warum ist Just Chatting eingestellt? Weil ich manchmal Spiele so früh spiele, dass sie noch gar nicht von Twitch bekannt sind. Now checking traffic conditions. Visa to the Pioneer's Gate received. Destination locked in. Pioneer's Gate. Coordinates confirmed. Fleet is preparing to leave Antontas. Now requesting exit permission. Permission received. Initiating warp drive module. Dann springt mal zum Tor. Fleet will engage warp drive in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Au. Initiating warp drive module. Warp drive module shutdown. Coordinates located. First port district, Pioneer's Gate. Now sending permission. Also wollen sie schon ein paar Schiffe zeigen, die ein bisschen größer sind. Weil das hier ist eine der Werften, wo du deine Flotte später erweitern kannst. Permission confirmed. Now sending the visa to the Pioneer's Gate. Schon ein Riesending, ey.
Vor allem, wenn das Spiel halbwegs gut ist, habe ich auch wieder mal was auf dem Handy spielen kann. Das Tor der Pioniere. Er ist ein entscheidender Knotenpunkt im derzeit bekannten Lagrange-Netz und wird auch als Kreuzung im Garten bezeichnet. Warp drive module initiated to match the new coordinates. Matched successfully. Ja, da hast du zum Beispiel einen Schlachtkreuzer, der gerade an uns vorbeituckert oder wir an ihm vorbeituckern. Fleet is ready. Now entering the Pioneer's Gate. Good luck, Commander. Oh, WLAN Sealord. Planeten Asteroidengürtel Schwerkraftbrunnen Umlaufbahn. Ich gehe einfach mal Region 2. Die Gebiete mit stabilen Schwerkraftbedingungen wurden bereits alle entdeckt. Bitte wähle einen Zielort. Möchten Sie. Achso, das sind unterschiedliche. Ah, Server ist vielleicht das falsche Wort, aber halt wirklich Regionen. Was würden die meisten Menschen machen? Ich nehme Region 2. Reise durch das Lagrange Gate und erkunde ein neues Sternsystem. Für ein Mobile Game dauert es eigentlich schon viel zu lange, dass das Spiel anfängt. Normalerweise machen die doch hier zap, 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 Action, Action, Action. Und hier machen die schon echt entspannten Aufbau. Fleet composition updated. So, Befehlshaber, unsere Schiffe haben es durch das Sterntor zu einem neuen Sternsystem geschafft. Die Basis befindet sich im Bau. Aber hier sieht man dann schon eher, dass es vom Mobile Device kommt. Build a shipyard to produce ships. Oh, mit einer Basis. Da weiß ich schon, wo die ganze Zeit später hingeht. All buildings are listed here. Tap to view Capital Shipyard. Bau eine Großkampfschiffwerft. To produce small and medium-sized ships. Und da weiß ich schon, wo die Zeit dann hingehen wird. Construction is complete. Now we have a capital shipyard to build new ships. Weil dann wartest du darauf, dass irgendwelche Schiffe fertig gebaut werden oder repariert sind. Du siehst ja auch schon hier, dass die Baugeschwindigkeit von unterschiedlichen Schiffen sich verändert. Tap to view Utility Ship Dockyard Facility. When the construction of Utility Ship Dockyard Facility is complete, we will have the ability to produce utility ships. Construction takes time. Please use Speed Up to accelerate. Speed Up can reduce the construction time immediately. Du kannst die Bauzeit natürlich reduzieren. Da kommt die Kohle her. Ich will jetzt nicht Resources are required for construction and production. Direkt sagen, größter Kack, aber es hat halt schon von Anfang an so ein paar Anleihen. Select the blueprint of small utility ship to build resource mining ships. Okay. Tap to start production. Production underway. Jetzt bin ich sicher, ob ich wirklich ein Versorgungsschiff baue. Oder ob ich das Versorgungsschiff einfach geholt habe. Please go to map. This area is an operation of our forces.
we can give orders to our fleets within the area. Ja. Select Space Dust to view Tap Mine to collect resources. Ships can be grouped into fleets to execute orders. Select a small utility ship. Tap to create a fleet. The estimated time will be given and orders will be executed upon confirmation. Ah, das kostet Aktionspunkte und Aktionspunkte sind natürlich auch beschränkt. To have a closer look at the fleet. Dabei sind das ja ganz gute Anleihen. Asteroidenabbau für Ressourcen und ein Schiff ist keine Flotte. Ja. Wurde eine Freibeuterflotte gesichtet. Tippe hier, um zur Weite zurückzukehren. Das kann nicht meine Versorgungsschiffe-Flotte sein. Weil das war nur ein Schiff. A privateer fleet is spotted. Tap here to return to map. The privateer fleet is located. Create a new operate after the operation area is designated. The fleet can execute orders in the area. Freibeuterflotte Level 1. Bestätigen. Angreifen. Stelle Formation. Alle auswählen. Dann habe ich meine drei Fregatten, die ich am Anfang hatte. Flotte bestätigen. Flotte startet. Witzigerweise hat es ein Grafikniveau wie Homeworld 2 Remastered. Das muss man halt anerkennen. Ist so. Es ist natürlich in ein Mobile-System reingequetscht. Our fleet is under attack. Firing up. Okay, der war eh geschwächt. Im Weltraum hört dich keiner schießen. Enemy eliminated. Flotte 2 erhält 418 Blaupause-EP. Und nach der Mission fliegt das wieder nach Hause. Die Stärke der Freibeuter soll nicht unterschätzt werden. Erhalte mehr Blaupausen durch Forschung und verbessere die Stärke der Flotte. Ziehe eine Blaupausenakte zum Forschungszweig. Also es gibt auch viele unterschiedliche Waffentechnologien, das habe ich auch gesehen, weil du kannst Schiffe auch später wirklich einzeln anpacken und die Waffengattung verändern. When the research is complete, the subsequent nodes will be unlocked. Mögen die Kugeln fliegen, heißt es, aber Kugeln sind schon geflogen, lange bevor es viele der heutigen Zivilisationen überhaupt gab. Grundlegende Flugabwehrtechnik. Okay, das dauert jetzt einfach 2 Stunden. Dawn-Förderprogramme. Tech-Akten vom Schwarzmarkt enthält Tech-Punkte für Schiffe, Luftfahrzeuge und verschiedene Waffentechnologien.
Forschung kann ich auch nicht abbrechen. Und jetzt war's mit dem Tutorial. Dass wir das beschleunigen. Ah. Eine Freibeuterflotte wurde in dem Gebiet gesichtet. Das Operationsgebiet verrät den Ort, an dem die Freibeuterflotte ankommen wird. Die Freibeuterflotte ist bereits unterwegs und wird bald in der Nähe deiner Basis auftauchen. Diese Freibeuter werden automatisch Flotten angreifen, die in ihrem Operationsgebiet eintreten. Zerstöre sie umgehend, um deine Basis zu schützen. Tap hier to the mission screen. We will reap rich rewards for completing main missions and quests. Ja, ja, du hast irgendwas geschafft, Belohnung. Sammle Ressourcen und erhalte einen stabilen Ressourcenertrag. Tap hier to jump to the target. Baue die Anlage, um die Fregattenproduktion freizuschalten. Also bis jetzt spielt das Spiel sich noch selbst. Um Fregatten in der Großkampfschiffwerft zu bauen, müssen wir zuerst die Hafenkapazität erhöhen. Erzeuge einen generischen Hafen. Construction underway. Beschleunigen, damit wir keine Minute warten müssen. Construction complete. The mission screen. Deuterium. Kristalle, Metall. Mehr Schiffe bauen. Und baue eine FG-300, um die Kampfstärke deiner Flotte zu verbessern. Production underway. Nutze vorgefertigte Module, um die Schiffsbauzeit zu reduzieren. Capital Ship Production Line is ready. Ja, ja, ja. Besiege, erhalte Blaupausenerfahrung durch Kämpfe und erhöhe die Blaupausenstufe. Ich möchte auch gern die Flotte angreifen. New operation created. Alle erstellen, Flotte erstellen und losschicken. Deine Flotte können Befehle innerhalb des Operationsgebiets ausführen, einschließlich Angriff, Abbau und Wache. Tippe hier, um deinen Bildschirm persönliches Profil aufzurufen. Tippe hier, um zum Missionsbildschirm zurückzukehren. Um die weitere Belohnung anzuholen, also zu holen und Kapitel 1 abzuschließen. FG 300 Schifftechnologien. Wünsche, ich könnte ein bisschen näher rangehen. Enemy warship locked in our position. Strikes to battle positions. Aber ihr seid ja noch die kleinste. Die kleinste Flottenart. Das scheint übrigens dieser Ring zu sein, in dem ich dann lebe. Beziehungsweise, wo ich meine Station habe. Geheimnisvollen Gegenstand entdeckt. Versuche, das Objekt zu analysieren und Informationen zu erhalten. Als die Menschen ins Weltall vordrangen, erweiterte sich ihre Vorstellungskraft angesichts der mysteriösen Wesenheit und der Großartigkeit des Weltraums. Dank der einzigartigen experimentellen Bedingungen, die der Weltraum bietet und dem durch die Entwicklung des Sonnensystems hervorgebrachten Reichtum, konnte die wissenschaftliche Forschung der Menschen zu einer ausreichend fundierten Datengrundlage gelangen.
Eine Reihe wissenschaftlicher Problemstellungen und Vermutungen konnten gelöst und bewiesen werden. Eine davon war die Riemannsche Hypothese. Die Geheimnisse der Verteilung von Primzahlen wurde endlich vollständig verstanden. Ach guck mal, du kannst auch Gebäude außerhalb deines Gebietes bauen. Wahrscheinlich um, ja, das Areal für dich zu erobern. Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Wenn eine Flotte ein Operationsgebiet betritt, erhält sie die Warp-Koordinaten des Gebiets. Folgen uns auf Facebook. Nein. Fleet composition updated. Tech Support von Jupiter. 99 US-Dollar. Ah, da ist die Blaupause an sich der Fregatte. Und mit Tech-Punkten kannst du Panzerungssachen und sowas verbessern. Nicht nur Panzerungssachen. Wie komme ich einen zurück da? Kommandosysteme, Schadenerhöhungen. Ja, man muss ja auch irgendwo das Geld hinstecken, ne? Generische Geschütztürme. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert noch. Schiffslackierung, schön und gut. Ja, das Gebiet angeben für meine Operation, alles gut. New operation created. Ach, scheiße. Muss mich selbst erstmal hinbewegen. Und dann Operation starten oder den Anklick und Operation starten mit dem Angriff. New operation created. New fleet created. Destination locked in. Was aber irgendwie komisch ist. Und warum blinkst du die ganze Zeit? Ich hab nichts zum Abholen. Willst du Solaster streamen? Ja, ich kann Solaster streamen, wenn es rauskommt. Aber ich weiß nicht, ob es am 27. dann sein wird. Production underway.
More advanced port is required. Begin construction. So, den generischen Hafen. Dann ist nämlich die Quest abgeschlossen hier für verbessere den Hafen, um mehr Schiffe zu haben. Besitze 6 Fregatten. Rüste die Werft auf, um schneller Schiffe zu bauen. Construction underway. Construction complete. Also da hier unten noch irgendwie ein Button ist für nach rechts weiter, denke ich mal, dass das nicht alle Produktionssachen sind, die wir haben werden. Für die Basis. Und diese Normalbeschleunigungssachen fürs Bauen, da kriegst du sogar 2 die Stunde. Ship production line is ready. Capital ship production line is ready. So, Hafenkapazität erreicht. Und da ist der dritte Kampf. Ich habe ein Friedensschild. Das bedeutet, dass meine Basis angegriffen werden kann von anderen. Boah, ohne Scheiß, ich müsste jetzt nochmal in die Halo-Musik reinhören, weil ich finde, dass die Musik auch in diesem Mobile Devices, was vielleicht ja auch für einen PC kommt, Spiel, mich einfach so wirklich an Halo erinnert. So einige Anleihen erinnern mich da dran. Jetzt nicht das Spiel Gameplay. Gameplay ist halt schon so. Man merkt halt, dass es Mobile Game ist. Schade, dass du hier keinen Einfluss drauf nehmen kannst. Ah. So gehst du näher ans Schiff ran. Kann sogar Interface ausblenden, damit du die schöne Grafik angucken kannst. Hallo Henning, ich grüße dich. Hier können wir einfach weitermachen an der Stelle.
Incoming orders. Das ist der Anfängerschutz. Flottendetails. Teilen via Nachricht. Persönliche Markierung ansetzen. Achso, Basen haben auch eine Verteidigung. Generische Batterien. Ship production line is ready. Achso, das Erz wird schon abgebaut. Fleet composition updated. Erinnert mich auch so ein bisschen an O-Game. Wie eigentlich alle Spiele, die irgendwie mit Weltraumeroberung zu tun hat, mit O-Game zu tun hat. Weil wir alle in diesem alten, also früheren Spiel ganz schlimm dran waren. Ja, wie eine schnelle Formation geht, habe ich auch schon gelernt. Kapitel 2 abgeschlossen. Besitzt 2 kleine Versorgungsschiffe, habe ich. Errichte ein Lager in Level 2. Großkampfschiffwerft erreicht Level 3. Verbessere die Blaupausenstufe und halte Tech-Punkte. Ich glaube, du musst mit Schiffen kämpfen, damit die Blaupause besser wird. Verbesser generischen Hafen. Begin construction. Construction underway. Also immerhin führt das Spiel mich immer gut in die Ecken, wo ich auch wirklich gerade was zu tun habe. Beziehungsweise wenn irgendwas fehlt. So, Lagerkapazität für Kristalle und Deuterium und so weiter und so fort. Und ich denke mal, man raidet dann auch später andere Spieler, damit man davon mehr hat. Sammel von 2 Level 1 Ressourcenknoten gleichzeitig. Schön, dass du mir den da oben anzeigst, weil ich fliege gerade zu dem hier unten. Die Schiff wird umgerüstet, das glaube ich nicht. Du kommst mal zurück. Composition updated. Galaktische Fraktionen. In einem Sternsystem gibt es spezielle galaktische Fraktionen. Du kannst entweder diplomatische Beziehungen zu ihnen aufnehmen oder sie übernehmen. Du kannst den Erkundenbefehl benutzen, um Informationen über bestimmte Gebiete zu erhalten. Our operation is canceled. Ah, verdammt.
Aber anscheinend kann man Operationen auch abbrechen nochmal. Er wäre eh, da ich eine ganz anderes, also ganz andere Ressourcen angehe. New operation created. Würdest du Vampire Bloodline 2 spielen? Also eigentlich würde ich es sehr gerne spielen. Ich war auch schon auf so dem einen oder anderen Präsentationsding davon. Flottenkämpfe vergeben Blaupausen-EP für die entsprechenden Schiff-Blaupausen. Okay. Aber ich glaube, also ich finde, das Spiel steht unter einem ganz schlechten Stern. Leider. Wie auch schon der erste Vampire Bloodline, leider. Also. Es war auch schon bei der Präsentation auf der Gamescom, bevor Corona existiert hat, nicht besonders super ansprechend. Oh, 20 Aktionspunkte pro Stunde. Reporting for action. Weil ich es aber gerne gesehen hätte, wäre... ob ich die Flotte... Weil was ist das für eine Umrüstung, die 4 Minuten dauert? Hab ich die veranlasst? Ich habe nichts geklickt. Man muss auch sagen, dass der erste Teil halt einfach super buggy war, von Anfang an. Fleet repaired. Fleet repaired. Fahrzeughanger. Korvetten, schwere Jäger, mittelgroße Jäger, kleine Jäger. Ja, das kommt auch noch dazu. Production underway. Capital ship production line is ready. Production underway. So. Sammle Ressourcen ein. Dann machen wir abbauen. Dann schickt man das zweite Versorgungsschiff los. Und ich greife mir es mit unserer Restflotte an. Beziehungsweise unsere Flotte, die wahrscheinlich schon zu groß ist. Kannst du dir schon vorstellen, wenn du später mal Angriffe machst, von da nach da, dass du stundenlang unterwegs bist. Der erste Teil von Vampire Bloodlines war schon von Anfang an ein Juwel. Du musst eigentlich nur an einer Stelle vorbei mit einem Ladebefehl.
Ah, okay. Du sammelst Tech ein. Wie zum Beispiel jetzt hier dieses FG-300 Tech. Rüst das drüber und dann guckt der halt da rein. Und du hast halt eine gewisse Möglichkeit, in diesem Tech Forschung zu erhalten. Grundlegende Torpedotechnik oder ein Tech-Punkt oder ein Forschungspunkt. Wobei ich denke, du kriegst die Sachen halt hier einfach raus. Ja, okay. Dafür braucht er jetzt eine Stunde, um das rauszuziehen. Und mit dem Tech-Punkt kannst du die Fregatten dann aufrüsten. Und das sind halt die Forschungen, die in dem Block drin sind. Ist natürlich auch zeitintensiv. Kannst auch natürlich zeitig überspringen mit Proxima-Münzen. Wer Geld investiert, ist also etwas begünstigt. Und warum habe ich das Gefühl, dass diese Objekte nur einmal verwendet werden können? Erhöht den EP für Fregatten. Aber lieber, wenn das Spiel mir irgendwann sagt, pass mal auf, du kannst jetzt hier EP-Punkte verwenden oder Forschungspunkte, mach das mal bitte. Ja, und ihr seid so viele, ihr macht das doch. Das geht ja jetzt schnell. Da, 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 da. Ja, was soll ich sagen? Ab jetzt wäre, glaube ich, der Grind real. Oh, ihr habt die erste Fregatte sogar schon zerstört. Hat ein wenig etwas von Legend of the Galaxy Heroes, was den Kampf angeht. Das weiß ich nicht. Ich spiele nicht so viel Mobile Games. Es ist halt okay, aber man kann halt nicht den... Es ist halt ein faires In-Game, weil ich glaube, es ist wirklich so, dass du mit anderen Spielern, also gegen andere Spiele spielen kannst. Und es sind halt alles wieder Zeiterkosten. Also... Ja, Bereiche, wo du halt Zeit erkaufst.
oder sparst, wenn du Geld investierst. Und das finde ich immer sehr schwierig. Sobald es halt geht, dass du gegen andere Spieler auch spielen kannst. Achso, das ist ein Anime. Wenn die Kämpfe da so sind, muss ich den mir auch mal angucken. Gute Nacht, Icefog. Die Schlacht ist vorbei, unsere Flotte hat gewonnen. Fliegt wieder nach Hause. Ach, selbst das kannst du beschleunigen. Fleet Composition updated. Command Authority registered. Awaiting orders. Also mit der Schiffsreparatur sollten sie wirklich ein bisschen einfacher einbauen können. Das ist leider ein bisschen klobig geraten. So, maximale Hafenanlage erstmal erreicht. Obwohl, so schlecht bin ich in solchen Spielen gar nicht. Ich habe so ein komisches, was immer auf 30 Tage geht, mit Welteroberung und so weiter, mal gespielt. Und da war ich gar nicht mal so schlecht. Da war ich immer so unter den Top 1000 von irgendwie 50.000, die das gespielt haben. Aber es war so ein bisschen Lotto. Ich glaube, die wollen wirklich am Anfang einfach die ganzen... Nachbarn töte. So, das kann ja stehen bleiben. Da kommt er nämlich gleich, fängt an zu harvesten in der Operation. Obwohl, Orgeln kannst du dazu ja auch nicht sagen. Dafür hast du halt einfach zu wenig im Moment noch Basenmanagement. Plöpp, Versorgungsschiff angekommen. Baut jetzt ab. Beziehungsweise die brauchen wohl ein paar Minuten, um das aufzubauen und dann...
machen die den Ertrag wie hier das Operation Imperium. Da sind ja auch die Versorgungsschiffe hier unterwegs. Und da die Ladekapazität haben, wirst du ja auch Ressourcen klauen und raiden. Aber das verstehe ich nicht. Grundlegende Kanonentechnik. Ein hinzufügen. Erfolgsquote von 20%. Erfolgsquote um 5% erhöht. Ach so. Die habe ich aus den Forschungsmodulen. Ich kann die dann ansetzen, um diese Kanonentechnik zu verbessern. Und jedes Mal, wenn ich dabei versage, kriege ich 5% mehr Erfolgschance dabei. Da drauf, oder? Und jedes Mal kriege ich halt 4% Erhöhung auf diese Kampf, also beziehungsweise auf das Ding, falls das mal glückt. Ups. Ich hätte den Blueprint schon erhöhen können, weil ich diese Fregattenbonus-Dinger, diese Mikrochips mitbekommen habe. Ich denke, wenn wir es da reingehen, sind die schon tot. Passt. Und theoretisch kann ich von hier aus die Flotte auch weiterschicken. So, verbessere einen Hafen, um mehr Schiffe unterzubringen, haben wir schon gemacht. Besitze 8 Fregatten, habe ich auch schon gemacht. Ich bin ein bisschen schneller als das Spiel. Erforsche Tech-Punkte einmal, habe ich auch schon gemacht. Rüste die Werft auf, habe ich auch schon gemacht. Erhalte Blaupausenerfahrung durch Kämpfe, habe ich auch schon gemacht. Verbessere das Lager, um mehr Ressourcenkapazitäten zu erhalten. Construction underway. New construction options. Passt schon. So, je mehr, desto besser. Kapitel abgeschlossen. Erkunde ein unbekanntes Gebiet, haben wir schon gemacht. Die Basis erweitern, um weitere Einrichtungen freizuschalten. Verbessere den Hafen, um noch mehr Schiffe unterzubringen. Ja, das ist diese Zonenerweiterung. Maximale Anzahl von Operationen wird erhöht, die Basis-LP, die Anti-Schiff-Feuerkraft der Basis, Luftabwehr der Basis. Begin construction. Deshalb gibt es hier unten nämlich die Fältchen. Und das ist mal etwas, was ich anscheinend nicht beschleunigen kann. Um die Basis zu vergrößern. Construction underway. Begin construction. Construction complete. Construction underway. Da ich gleich EOS mache, haue ich mal die ganzen Bonussachen raus.
Schiffe besser in Hafen, um mehr Schiffe unterzubringen. Das passiert ja erst bei generischer Hafen Nummer 2. Freischalten von Verbünden und Sammelangriff. Durch Aufrechterhaltung von Allianzen mit einem Handelsposten an der Verbündetenfraktion kannst du Quests von der Fraktion erhalten und an dem Handelsposten mit dir Handel treiben. Ich will das beschleunigen. Lass mich das beschleunigen, Spiel. Wie das richtig deute, sind das 37 Schiffe. Ich möchte gerne deine Meinung zu den Anregungen des Spiels. Ach so. Ja. Aber angespielt technisch ist das die erste Stunde. Also es kann natürlich Spaß machen, ist aber schwierig einzuschätzen zu dem Zeitpunkt. Ich werde das noch ein bisschen verfolgen. Also ich werde morgen wieder reingucken und dann kann man nach und nach immer mal schauen, was Sache ist. Achso, das ist, das kann man so ein bisschen sehen wie den, ja, wie ein Goldpass für die 14 Dollar und dadurch kriegst du halt immer mehr Belohnung mit dem Aufsteigen. Also die Belohnung wird halt so gesehen verdoppelt als Supporter. Okay. Die Erforschung der Tech-Akten bietet die Chance, Folgendes zu erhalten. An sich Lootbox. So, Proxima-Münzen, um Forschung zu beschleunigen. Ah, okay. Also anscheinend sind... Ich habe das Forschungssystem jetzt verstanden. Das Forschungssystem sind eigentlich Lootboxen mit... mit halt Blueprints oder halt irgendwelche sonstigen Sachen und mit halt so ein bisschen... Also die Blueprints musst du erforschen da drin und der Rest, den sammelst du halt ein. Damit du halt nicht lauter Lootboxen hintereinander aufmachen kannst, sondern manche, zum Beispiel, das ist ja so gesehen wirklich wie ein Forschungsbaum. Ein kleiner, um Schiffe freizuschalten. Aufklärungsfregatte, Aufklärungstyp. Befehlspunkte, Techpunkte, je mehr wir über die Sterne wissen und Quadranten lernen, desto tiefer ist unsere Angst vor dem Unbekannten. Was hier vorne ist der Mehrzwecktyp und das ist jetzt ein weiteres Blueprint-Aufklärungstyp. Und ich glaube, das hat auch ein anderes Triebwerk. Ja, die haben verbesserte Triebwerksysteme. Wodurch das Ding wahrscheinlich schneller ist. Antischiffsysteme, Belagerungsfähigkeit, strategische Fähigkeiten. Und das Aufklärungsding ist einfach nochmal. Ah, nee, stimmt gar nicht. Flugabwehrfähigkeiten und Überlebensrang ist höher. Bei den Kampfrollen. Mittlere Reichweite, Hochgeschwindigkeitskampfschiff.
So, das wird eine Forschung von einer Stunde dauern. Und das hier kriege ich direkt. Kleiner klassischer Zerstörer. Mit einem integrierten Artilleriesystem und einem ganzen Ressourcenlager ausgestattet, wurde es bestens als Mehrzweck- und Langstreckentransportschiff eignet. Er ist besonders beliebt bei Zivil- und Militärdiensteinsätzen. So. Dann lasse ich das mich einfach mal für. Also, laufen. Dorn Finanzplan. Fördern Sie Ihr gesamtes Einkommen. Initiating Warp Drive Module. Ach so. Ready. Lass mich raten, wenn er voll ist, fliegt er zurück. Ein Traum. Ja, aber jetzt mache ich wirklich erstmal Schluss. Und dann schaue ich die Tage nochmal rein und dann gebe ich irgendwie nochmal in ein paar Tagen besser ein Feedback. Wenn ich schon ein bisschen weiter bin. So, wer auf YouTube das gesehen hat, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.